Hallo ihr Lieben, heute mal was Experimentelles. Ich arbeite auf einem ungrundierten Aquarellkarton. Ich habe ihn in der Mitte einmal gefaltet und nun trage ich die Farbe, drei verschiedene Rottöne aus der Tube auf. Es sind auch Neonfarben, sie sollen besonders leuchtkräftig sein. Warum, werdet ihr später erfahren. Ich sprühe noch etwas Wasser hinzu. Dann klappe ich die zweite Hälfte darüber und vertreibe die Farbe dadurch, dass ich die Rückseite massiere. Und wieder kommt etwas Wasser hinzu. Den Vorgang wiederhole ich ein paar Mal. Ihr werdet das gleich sehen. Noch ein paar Spritzer weiß. Wenn man näher herangeht, sieht man ganz deutlich, dass diese Abklatschspuren ganz besondere Texturen hinterlassen. Super spannend. Die Farbe ist relativ dick noch auf dem Papier und so lasse ich sie auch trocknen. Obwohl mich auch dieses Klatschbild zur weiteren Ausarbeitung reizt, trenne ich doch beide Hälften voneinander und arbeite jetzt eine weiter aus. Um die Alkoholtropftechnik anzuwenden, feuchte ich das Blatt erst einmal mit Wasser an und dann gebe ich meine Farbe sehr verdünnt darauf. Die Oberfläche muss feucht sein, damit der Alkohol gleich auch seine Wirkung tun kann. Vorher ziehe ich aber mit einem Spachtel
noch Linien in die Farbe hinein. Auf die feuchte Farbe kommt nun tropfenweise der Alkohol oder der Brennspiritus und der bringt nun die leuchtenden Rottöne wieder zum Vorschein. Das Bild muss nun richtig komplett trocknen. Mit einem feinen Pinsel und weißer oder sehr heller Farbe beginnt nun die Negativmalerei. Ihr seht hier, dass das eigentlich ganz langsam vonstatten geht. Weiß wird jetzt alles, was zum Hintergrund gehört. Damit der Film nicht zu lang wird, habe ich das Ganze jetzt einfach etwas gerafft.
Um das Weiß an einigen Stellen etwas zu verstärken, gebe ich einfach eine zweite Schicht darüber. Dann strahlt es besser und ist deckender. Mehr möchte ich hier auch gar nicht machen. Es gefällt mir gut, es ist leicht, die Farben kommen gut raus und die Texturen der Klatschtechnik sind noch wunderbar zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin. Tschüss.